Wir sind irgendwo in der Schweiz, irgendwo im Redui, in einem Posten hoch in einsamer Felslandschaft. Zwei Soldatenmütter bereiten die Weihnachtsfeier der Truppe vor. Dies ist nun die fünfte Weihnacht, die unsere Armee unter den Fahnen erlebt. Der Militärdienst mag wohl gerade an diesen Festtagen besonders hart erscheinen. Und die Gedanken der Soldaten werden immer wieder nach Hause und zur Familie gehen. In den mehr als 100 Soldatenheimen aber wird trotzdem versucht, ihnen dieses Fest so angenehm wie möglich zu gestalten. Diese Männer, die fast ganz abgetrennt von der Umwelt, schon lange Wochen im Dienst stehen, finden hier dank dem Volksdienst für einen Abend in einem warmen Raum ihren strahlenden Christbaum, der ihnen wohl etwas Weihnachtsstimmung bringen kann. Wir wollen mit unseren Gedanken bei ihnen sein, denn ihnen danken wir es, dass wir in diesem fünften Kriegswinter Weihnachten in Frieden feiern können.